hier? Hier einen überlassen. Ja, schön. Nee, das geht nicht. Jetzt fang einfach mal da an. Nee, nee, das geht auch nicht. Nee, das geht auch nicht. Mhm. Mach einfach mal. Fahr einfach mal da durch. Siehste? Da wird zum Beispiel nichts gesagt. Hol nochmal alle. Okay. Einzige, der blinkt, ist er. Vielleicht müssen wir direkt unter ihm durch. Gar keinen? Nee, hatten wir auch schon, ne? Hey, jetzt sagt er wieder ein. Aber nur, wenn wir rechts an ihm vorbeifahren, an dem Ventilator. Oder... Hä? Aber der hat hier einen gezeigt, der ist jetzt gar nicht mehr da. Stimmt. Hä? War der nicht eben noch da? Ja. Okay. Interessant. Vielleicht fliegt der raus, wenn wir den... Mach nochmal. Geh nochmal rechts an dem Ventilator vorbei. Und weg. Ah, dann ist er wieder neu da. Den dann, einfach dann auslassen? Lass mal nur den einfach... Ah, wie geht das? Nee. Die können wir ja nicht auslassen, oder? Die... Nee, die müssen wir beide unten mitnehmen. Darf man? Mhm. Wenn wir was anderes gucken, wenn wir rechts an dem vorbeifahren, dann passiert nichts. Das heißt, rechts an dem vorbei sorgt für nichts, links an dem vorbei, dann ist er aktiv. Also müssen wir auf jeden Fall links an dem vorbei. Und einen überlassen. Mhm. Scheiße. Was ist denn das? Oh. Aber ist trotzdem nicht richtig. Nee, weil wir rechts an dem vorbei müssen wahrscheinlich. Hä? Müssen? Rechts? Scheiße. Wir müssen ja rechts an dem vorbei. Geht doch nicht. Wir können nicht rechts an dem vorbei, wenn wir den A kriegen. Ja, ich warte die ganze Zeit. Ich warte darauf, das zu lösen. Da sagt er nichts. Nur rechts. Okay. Siehst du, nur rechts. Und er sagt immer irgendwie was unten an. Und rechts sagt er aber auch. Scheißegal, Hauptsache rechts und dran vorbei. Wir müssen rechts am Motor vorbei. Aber so sagt er nichts. Ist trotzdem rechts vorbei. Und so sagt er auch nichts. Doch. Doch, so sagt er was, okay. Das heißt, aber wir dürfen nur links und so nicht vorbei. Also unten... Unten und da lang dürfen wir. Und einen überlassen. Oder what? Das geht nicht. Doch, oder? Nee. Keine Ahnung. Zwei Seiten? Einfach nur zwei Sachen? Weil ich hatte jetzt zwei, er ist trotzdem angesprungen. Und ich war links. Bist du gerade echt am Überlegen, ob du es verstanden hättest? Nö. Achso. Nee, nee, jetzt sagt er wieder... Was? Wir dürfen nicht oben an ihm vorbei. Ja doch, eben bin ich doch auch oben an ihm vorbei. Ja, da waren zu viele offen. Siehst du, da springt er auch an. Bin ich auch an ihm hier vorbei. Wir dürfen vielleicht nur nicht unten lang, unter ihm durch. Ja doch, dürfen wir schon. Aber wenn wir hier lang gehen, meldet er sich trotzdem. Ich glaube, wir dürfen einfach nur von zwei Seiten. Obwohl, nee, das hatte ich ja eben schon gesagt. Ich wollte gerade sagen. Da hat er ja trotzdem dann einmal nichts getan. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Ich verstehe es nicht. Damit auch nichts. Aber, vielleicht machen wir das auch in der nächsten Folge. Oh. Oder wir schneiden vorher und machen es einfach weiter. Ja, oder so. Ja, wir machen weiter. Ja, wir machen einfach weiter. Ja, wir machen einfach weiter. Doof wäre es jetzt. Ja, ich weiß es doch. Ich weiß es doch.
Das mag er gar nicht. Das sieht gar nicht gut aus. Hat er hier was angezeigt? Ach ja, das stimmt. Da ist ja der zweite. Ja, der jetzt verblasst ist. Das macht alles gar keinen Sinn. Das ist alles viel, viel kleiner. Und das macht alles überhaupt keinen Sinn. Alles überhaupt keinen Sinn. Ja, und was sagt mir das? Nick sagt mir das. Das sagt dir nur ein Überlassen. Glaube ich. Nee, ich brauche nur einen, sagt er. Das kann doch nicht sein. Das ist doch wohl nicht wahr. Piep, 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 piep. Ich verstehe den Ventilator nicht. Dreht der die Steine? Was hat denn der hier jetzt gemacht? Geh so durch. Eben hat er den grünen umgewandelt, jetzt hat er den roten umgewandelt. Oder ist es ein Transformer? Hä? Der transformiert. Ein Transformator. Guck dir das an. Ich muss hier zum Beispiel gar nichts machen. Weil ich nicht sehe. Komm, wenn ich einfach durchgehe. Ja, der wandelt das um. Aber was wandelt der dann hier um? Der wandelt irgendein... Ein Punkt in nichts. Ein Punkt in nichts? Er wandelt einen Punkt in nichts um. Okay. Aber nur, wenn man ihn mit einschließt. Ja. Okay. Oder? Ich glaube, das ist es, ja. Das heißt, wir müssen ihn irgendwie... Wir müssen einen Punkt einschließen bei ihm, der dann umgewandelt wird. Das sind zwei. Und er kann nur einen umwandeln, deswegen blinkt der andere. Aber ich glaube, das ist es, ja. Bin ich nicht gut? Bin ich nicht gut, Marco? Ja, ausnahmsweise. Deswegen passiert hier auch nichts, weil er ausgeschlossen ist. Okay. Nee. Siehst du, aber der wird weggewandelt. Mensch. Nee. Scheiße. Aber wie kriegen wir den denn dann da rein? Nee. Das geht doch nicht. Wir können ja nur oben lang. Was denn ist der da unten? Wo gibt's denn da den Lösungsansatz, dass wir beide mit reinkriegen? Sehen die sich nicht. Ich muss ja hier oben lang, aber dann bleibt der unten da. Das, eigentlich geht's ja nur da lang. Ja, das kannst du auch nicht machen. Dann musst du gleich beide mitnehmen. Es sei denn, packst den damit rein. Wie das? Wen? Wenn du den rauslässt und den noch mit in den Ventilator reinpackst. Den kriegst du die anderen nicht mehr alle, ne? Das ist scheiße. Und das Doofe ist hier endlich dann immer nach unten. Ich würde ja gern hier nach... Ich würde gern hier von oben kommen und nach unten enden. Ja, ist abgeschnitten. Das gedreht wäre super. Das ist doch wohl nicht wahr. Das geht nicht. Leute, es geht nicht. Oder wir müssen einen... Ich glaube, ich hab's. Ja, mach. Schnell, bevor du es vergisst.
Ah, cool. Ah, endlich verstanden. Aha, Ventilator sind Umwandler. Hatten wir nicht irgendwann mal in der Wüste so ein Rätsel mit Ventilatoren? Möglicherweise ja. Ich glaube schon. So, das Ding soll hochfahren. Alles klar. Aber wir hatten schöne Theorien. Wir hatten echt schöne Theorien. Oh ja. Ach, das ist das Ding, was durch das Fenster kommt. Ach, der andere fährt wieder runter? Okay. Und aus welcher Perspektive sieht man wann beide oben? Was hast du gesagt? Ich sagte, aus welcher Perspektive sieht man wann beide oben? Fehlt dir ein Kopf? Geil. Ah, ne. Das sah gerade cool aus. Das hier? Ja. Wie stimmt! Ist das cool. Hat doch irgendwas Kirchliches hier, das Ding. Ich mach die Tür auf. Mach die verdammte Tür auf. Ein paar Putzlappen. Oh, Krone. Stimmt. Was zum Teufel? Und ein Zepter. Und Zepter. Ja. Das kann doch kein Zufall sein. Ach, dieses Spiel. Okay. Achso, ist das die Fernsteuerung? Oder ja. Was? Hat er gleich beide gemacht. Ja, das ist die Fernsteuerung. Ah, und der da rechts, der muss auch noch runter. Der ganz rechte. Dann haben wir einen durchgehenden. Aber wie steuern wir den ganz rechts an? Und wie steuern wir den anderen in die Mitte? Oh. Hä? Die Frage ist sowieso, was bringt denn das dann? Weil du kannst ja entweder nur nach links fahren. Oder nach rechts. Weil es ist ja nur ein Punkt. Wir haben ja nur einen Startpunkt. Ja. Ach ja. Das weiß ich auch. Ja, genau. Das können wir auch nochmal. Wandelt der einfach beide um? Warte mal. Zack, zack. Nee, falsche Reihenfolge. Dann kommst du gar nicht mehr raus. Was wenn dann rechts lang? Ich weiß nicht, was du vorhast. Ach so, okay. Färbt ja einen okay. Um. Welcher Grüne ergibt mit allen anderen Grünen eine Form? Zack. Da sind noch mehr. Ich weiß, Marco. Ich wollte es nur noch mal erwähnen. Probier aus. Nee, doch. Ja. Ah, oh Gott. Wird so gut. Ist okay. Oh Manu, du sollst mich loben. Lob, lob, lobe die Lob. Danke sehr. Du bist so. Ein Lobster. Jetzt nach unten. Ganz durch, ja. Ja, ja. Ja, ist der Grüne doch hier. Ja, das stimmt. Du Nase. Ich hab eine, ja. Du hast eine Nase. Scheiße, ich hab ne Nase. Der hat eine Nase. Eigentlich muss der hier drin bleiben, oder? Der hier. Ja. Oder? Weil der hier unten? Oh. Wir müssen erstmal hier irgendwie hoch. Dann so. Der bleibt draußen. Du bleibst draußen. Du kommst hier nicht rein. Oder? Das sieht gut plausibel aus, ja. Ah. Jetzt haben wir noch mehr Farben. Ja gut, das sollte aber kein Problem sein. Eine von den Farben muss einfach mit eingeschlossen werden. Das heißt, zack. Ja, okay. War doch so. Mhm.
Nee, das passt ja gar nicht. Geh mal rechts nach unten. Rechts nach oben. Oder? Dann sind doch die Rot und Blau sind doch in einem. Die hier. Ach so. Also wir müssen einen einzigen... Nee, nee. Aber ungefähr so wahrscheinlich dann. Ja. Ah! Ah. Und da steht ja einer. Was passiert? Wo geht das hin? Okay. Was ist das? Da hinten sind ja auch welche. Oh, da guck mal, ein Lock. Der sieht aus wie du. Das ist so ein richtiger Assassine, so ein Schlingeling. Wieso? Ist daran Schlingeling? Hm? Was ist daran Schlingeling? Dem hier? Weiß nicht, so gebückt, mit Umhang. Oh ja, das ist ein Schlingeling. What is divine in man is elusive and impalpable. And he is easily tempted to embody it in a concrete form, a church, a country, a social system, a leader, so that he may realize it with less effort and serve it with more profit. Yet, the attempt to externalize the kingdom of heaven in a temporal shape must end in disaster. It cannot be created by charters or constitutions, nor established by arms. Those who seek for it alone will reach it together. And those who seek it in company will perish by themselves. Hugh Kingsmill, 1944. Hugh Jackman. Alter, ist der riesig, oder? Das ist krass. Alter. Da hinten konntest du noch was öffnen. Oder standen die alle mal da drin? Sozusagen einmal so gebückt. Ja, doch, ja, da. Ja, ja, ja. Dann ist er gerade am Aufrichten. Dann kommt der und dann will er gerade weitergehen. Da sieht man nichts. Ach so. Ah, das Tor. Okay. Alter, dieses Krass. Spiel. Dieses Spiel ist so leise. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, was man hier mit diesen Ebenen noch machen muss. Von oben muss man vielleicht das auch mit dem Schattenwurf da machen. Das kann oder sein, durchs Fenster. Nee, da ist eine Unterbrechung drin. Alter. Branches. Das muss man doch hundertprozentig. Ja, da glimmert auch was. Aber wie hat das denn vorhin funktioniert? Ich konnte irgendwie dann. Ich konnte da, wie gesagt, richtig drin fahren dann auch. Vielleicht muss man dann auch einfach noch den richtigen Winkel finden. Es muss der perfekte Winkel sein. Und es muss ja auch eine perfekte Linie geben. Guck mal, da ist ja diese Klappe. Klappe? Siehst du das? Ja. Vielleicht darf die nicht rüberragen. Vielleicht müssen wir dafür vom Aufzug, genau. Hätte ich jetzt auch gesagt. Wo ging denn das Kabel nochmal hin? Hm, da rein? Das geht da rein? Okay. Da rein? Geh nochmal rein. Ich geh mal mit die Treppe nochmal hoch. Ja. Da ist das Kabel. Ach. Ah. Okay. Haben wir eben gar nicht gesehen. Ja, einfach dran vorbeigelaufen. Da. Okay. Er wandelt was um? Einen roten Untenpunkt? Vielleicht? Achso, ja, das ist dämlich. Nee. Doch, probier mal. Ah, okay.
haben wir jetzt aber gerade ordentlich viel geschafft. Ja, in der Tat. In der, was heißt Lavoce? Ah, ja. Gleich schon wieder zwei Folgen durch, das ist so krass. Das ist wirklich so. Ah, jetzt können wir den bewegen. Genau. Kann man das von hier oben starten? Mit Sicherheit. Na, obwohl. Scheiße. Wie willst du das sonst starten? Hä? Aus welcher Perspektive? Hm. Oder gibt's da irgendwie unten? Ne, unten gab's ja keinen. Ne. Hier sind wir schon mal raufgekommen. Ich will nochmal auf der anderen Seite gucken. Da oben war ja nämlich auch mal sowas. Ach ja, das war das Ding, was man nur zur Hälfte sieht. Ah. Ach, einer ist jetzt schon offen. Na, guck mal an. Ach so. Okay. Ach, und der andere ist der, der nach unten geht. Ah, der von da hinten. Jetzt ergibt das alles einen Sinn. Okay. Konnten wir die Sonnen? Was hast du gesagt? Was denn? Konnten wir die Sonnen, habe ich gesagt. Nee. Ich will nämlich nochmal zurück zum Strand. Also ich wüsste zumindest nicht wie. Zur Wüste. Oh ja, stimmt, da waren wir auch ganz am Anfang mal. Richtig, und ich glaube, jetzt ist so ein Punkt gekommen, da können wir echt nochmal zurückgehen. Und schauen. Hm, hätte er klappen können. Und einfach mal schauen. Von hier, da unten, rein. Hier? Ja. Also ich meine, da unten reinklicken auch, ne? Von einem anderen Punkt aus. Wahrscheinlich wenn dann von oben, oder? Mhm. Ah, das sieht aber alles so... Nee. Kommt auch kein... Ach, das waren hier die Spinnennetze. Ach ja. Ah, da kann man ja alles Mögliche machen. Wo wir noch nicht verstanden hatten, was wir da machen müssen. Aber wohin ich wollte eigentlich, ja, ist an den Strand. Da ist die Treppe. Weil ich weiß noch genau, da hatten wir eine Tür gefunden, da unten. Und da waren... Ketrus-Bausteine. Die anderen haben wir noch nicht. Blaues. Die blauen hatten wir noch nicht. Scheiße. War hier hinten nicht auch noch irgendwas auf dem Boden liegend? Wir können auf jeden Fall nochmal in die Stadt. Stimmt. Stadt könnten wir auf jeden Fall nochmal machen. Hier war noch was. Okay. Hatten wir ein Dreieck schon? Nö. Was nicht? Nee, gut, hatten wir noch nicht. Und aber das ist so ziemlich das einfachste Dreieck. Eigentlich schon. Ich. Ein Dreieck, das nach unten guckt. Ja. Sollen wir es irgendwann verstehen, müssen wir hier wieder hin. So. Ich glaube, wir gehen jetzt auf jeden Fall in die Stadt erstmal. Ja, weil da können wir auf jeden Fall noch das mit den Tetris-Rätseln lösen. Nicht nur Tetris, da hatten wir, glaube ich, auch eins von diesen Zaunrätseln mit den ganzen Farbüberlagerungen, also Schattenüberlagerungen. Das da, wo ich noch am Anfang gesagt hatte, oh, das ist ja einfach. Das fand ich auch cool hier, dieses Rätsel da. Stimmt, dann können wir irgendwann nochmal das mit der Wolke ausprobieren. Ja, wir müssen unbedingt Ausschau halten, einfach nach allem Möglichen. Jetzt weiß ich aber auf... Stimmt, ist das jetzt eigentlich auf jeder schwarzen Säule freigeschaltet? Sorry. Nee. Boah, wenn jede schwarze Säule auch nochmal so 10 Rätsel hat oder so. Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Ich gehe mal eher davon aus, dass sozusagen jede Säule irgendwo in der Nähe welche hat und dann erst angeht... Wenn was passiert. Dass jede Säule ein einzelnes Rätsel hat? Oder ja, das kann ich eher sagen. Das würde ich eher sagen. Mm, kann sein. Kann hier sein. Zum Beispiel war ja auch dieses mit dem Schwarzen. Wenn man alle schwarzen, ja, genau, Dinger hier übereinander legt. Wo ist der Brunnen? Da. Ja, also das ist hundertprozentig eins. Frage ist nur, aus welcher Perspektive. So, dass alles schwarz ist. Okay, also dann sieht man schon. Auf jeden Fall von oben. Genau, damit das Loch sich schließt. Ja. Ah,
ist das cool. Ist das cool. Ist das cool. Findest du auch nicht? Ja. Ja, ich würde es aber sagen, dann machen wir da in der nächsten Folge weiter. Warum? Warum? Ja, würde ich aber auch sagen. Und bis dahin. Auf Wiedersehen. Alles Beste.